oder die zwei Züge richtig drauf machen. Maschinen und Werkzeuge. Hier jeweils noch ein Signal zu ordnen. Ach ja, und ich hatte beide Daumen gedrückt dafür, ne? Ist daran nichts auch. Ne? Ach ja, genau. So, das sind die Züge. Wir müssen hier gucken, warum hier so viel Brot ist. Linie 5. Was ist Linie 5? Das hier. Wahrscheinlich noch die langsame Lok. Ja. Da müssten wir eventuell einen zweiten Zug draufhauen. Dampf. Nehmen wir mal die hier. Und was brauchen wir? Lebensmittel. Ja. 3, 5. Das ist Linie. Oh, ich habe die noch nicht benannt. Linie 5 war's. Gleich mal benennen. Linie 5 ist Lebensmittel Kühdorf. Da wollte vorhin im Twitch-Chat wollte schon jemand eine Dings haben. Soll ich sagen, eine ja, sag's doch, ein Krokodil, ne? Wie gesagt, musste leider heute Abend wieder einschalten. Denn da ist Community-Livestream. Ja. Der, der von Stöpsel oder deiner? Von mir. Ja. Anwenden. Ach so, dann ist auch alles weg wieder. Ja, von mir aus. G3. Jo. Oh. Also das ist halt echt geil, was da jetzt für Weichenmöglichkeiten gibt. Und ich muss sagen, ich bin jetzt irgendwie vom Frankfurter Bahnhof weggekommen, bin jetzt aber bei Maschen gelandet, dass ich Maschen nachbauen möchte. Maschenbauzaun. Und Maschen ist halt einiges schlimmer noch. Ja, also wenn man etwas nicht hundertprozentig nachbauen kann, ist auch nicht schlimm, aber man kommt schon dahin, dass man seine Wünsche erfüllen kann, wo man vorher nie dran gedacht hat. Ja. Brainfever ging das schon gar nicht. Hat man früher nie dran gedacht, also vor allem das dann auch das im Spiel zu machen. Ja. Weil es verteilen sich die Lebensmittel, jetzt haben die hier auch mehr Platz. Und wir haben hier auch zwei Züge drauf. Aber glaubt der langsame, ja, dann hätten wir jetzt eher austauschen müssen. Ja, komm, geh mal ins Depot. Du hast 60 Platz. Ja, passt. Können wir aber schon mal die schnellere Lok kaufen. Das runter, kaufen die und sagen dann wieder Lebensmittel Kühdorf, wunderbar. So, dies, das hier funktioniert wahrscheinlich auch. Okay, nur 30. Warum werden denn keine
So, Maschinen werden nicht produziert, weil wir noch keinen Kunststoff haben. Genau. Wir müssen jetzt noch irgendwo Kunststoff herbekommen. Deshalb macht der Zug wahrscheinlich auch nur Minus. Ja, genau. Ah, mit dem Zug wollte ich einmal mitfahren. Ah. Der macht auch nur Minus. Warum denn das? Also mit dem fahren wir jetzt einmal mit. Durch die Stadt durch, da habe ich eine wunderschöne Strecke gebaut. Finde ich in. Also, finde ich jetzt, weiß nicht, was ihr haltet. Ah, der Baum muss weg. Ja, ich finde das toll, mitten in der Stadt. Warst du da schon da, wo ich die gebaut habe? Nein. Ich sehe das auch jetzt. Das sah zumindest ziemlich cool aus, aber ich frage mich, warum der hier, ne, nicht der hier. Warum? Wo ist er denn der hier? Maschinen werden doch produziert. Nee, Werkzeuge werden. Hä? Jetzt bin ich aber gerade ganz verwirrt. Werkzeuge werden produziert. Warum liefert der hier nichts an? Warum liefert der hier keine Werkzeuge an? Kann das sein, dass eine Stadt nur eins von diesen drei braucht und nicht Die alle hat auch mehrere sechs? genommen. Oder kann eine Stadt alle sechs aufnehmen? Darkmoor, du warst doch Beta-Tester, oder? So, die hat Das alles genommen, ist das war kein Problem. Stadt Kühldorf und da steht das, ne? Einkaufen. Was muss man Bildschirm Es gibt ja groß jeweils beim Einkaufen und bei den Arbeitsplätzen gibt es ja immer drei, gibt's immer drei verschiedene Sachen. Braucht dann die Stadt auch jeweils, also braucht die Stadt alle sechs Sachen? Also ob sie sie braucht, weiß ich nicht, aber sie kann es auf jeden Fall. Jetzt weiß ich aber nicht, ob 1 zu 100% reicht, weil das hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Also so wie ich das sehe, wenn da jemand schreibt, 83% Einkaufsmöglichkeiten, dann heißt, und da steht gut, dann heißt das für mich, dass bei 90 sehr wahrscheinlich schon sehr gut stehen wird. Die Frage ist Brauchst du halt, keinen Käse mehr dahin oder so. weil ich produziere eigentlich Werkzeuge. Ich habe immer gedacht, eine Stadt braucht alles. Nee, ich schätze mal nur eine Sache. Aber ich schätze mal. Oder kann das nie mehr wie 100% werden, vielleicht? Kann das vielleicht sein? Also ich hatte es einmal bisher gehabt, dass ich zwei verschiedene hatte, aber da das Safe Game ist im Arsch. Kann ich nicht mehr gucken. Da weiß ich aber jetzt nicht, ob die beide relativ hoch waren oder ob die zusammengerechnet immer noch unter 100 waren. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Gucken. Es wäre dann auch interessant zu wissen, weil dann hätte ich das ja gar nicht so geplant. Weil ich dachte halt immer, dass eine Stadt ein. Ich habe schon mal vorgeschlagen, dass je nachdem, was man liefert, sich die Stadt anders entwickelt. Das wäre natürlich auch cool. Ja, das stimmt. Das hab ich gestern noch gesehen bei unserer Community Map. Da haben wir ja Treibstoff sozusagen an die Industrie befördert und dann haben sich viele von diesen Öltanks aufgestellt bei der Industrie. Das fand ich cool.
Das hab ich erst nach dem Livestream gesehen. Mal sehen, die Produktion steigt an. Weil hier steht Potenzial 300, 370. Er produziert aber bloß 8. Ist auch komisch, oder? Also Stückzahl. Weil hier steht ja, Anzahl Einheiten, die an Abnehmer geliefert werden könnten. Das ist ein wunderbarer deutscher Satz. Ja, Ja, für können. die gesamte Map gilt das. No. Nee. Da, wo du es an, Beziehungsweise da, wo du es, Einsatzbereich. da, wo du es angeschlossen hast. Okay, interessant. In Alum wurde die Leben wurde. Ist gerade die Lebensmittelanzahl runtergegangen und die Werkzeuge hoch. Aber wir steigen nicht über 100%. Ja. Dann wird es wahrscheinlich so sein, du kannst dir aussuchen, welches du von denen einsetzt. Es könnte ja sein, dass manche Leute bestimmte Produkte bevorzugen und dann dadurch nochmal zu anderen Städten fahren, um sich Käse zu kaufen, wenn du hier kein Käse hast. Wodurch dann eventuell der Wunsch, eine Zugfahrt zu machen, vielleicht dann größer ist, in eine andere Stadt zu fahren. Müssen wir hier mal gucken, dass wir mal Dornburg überhaupt mal Lebensmittel oder desgleichen mal geben. Das wäre vielleicht auch mal Toll, wichtig. wir haben ein Spiel ohne Anleitung, ohne eine, die man sich durchlesen kann und ohne Erfahrung. Das ist doch super. Müssen wir uns alles selber herausgucken. Das ist gut. Dann vielleicht doch lieber ein Kopfbahnhof. Ja, jetzt müsste man vielleicht erfahren, wenn man so eine Person anklickt, ne? Unterwegs in Stadt so und so Käse kaufen. Irgendwie sowas. Das wäre natürlich interessant. Wüsste man Bescheid. Was steht denn da eigentlich immer bei Bedarf bei den Personen, die unterwegs sind? Steht gar nichts. Steht nur der Wohnort, das Geschäft, der Arbeitsplatz, wo es ist, die Bewegungsart, ob es ein Auto hat und die Bewegungsvorliebe. Ja, Geschäft zu Fuß, weil er da sehr wahrscheinlich das kaufen kann. Du kannst auch in die Ergo-Perspektive von den Personen einsteigen. Alles klar. Was haben wir denn da für eine Schanze eingebaut? Boah. Finde ich immer lustig, wenn es solche Garagenauffahrten in der Realität gibt. Oder so runter. Jetzt sag mir mal bitte, warum mir der anzeigt, Steigung zu groß. Wegen der oder was für eine Steigung meint denn der? Ach, da gerne mal bei Bahnübergängen zum Beispiel. Aber eigentlich haben sie das schon relativ gut behoben, weil es war teilweise unspielbar. Von rechts nach links ziehen. Ja? Nicht von der Straße aus, sondern von einer anderen Richtung aus. Wird genauso wenig.